Willkommen zurück zu Super Mario Maker. In diesem Part spielen wir Level vom guten Retro Gamer. Zumindest heißt er so auf YouTube. In echt heißt er laut Super Mario Maker, laut seinem Wife. Entschuldige, falls ich das jetzt falsch ausspreche, aber ich habe diesen Namen noch nie gehört. Okay, Retro Gamer ist ein richtig netter Abonnent und das hier ist sein erster Level, wie der Titel es schon so schön sagt. Und nein, ich habe nicht auf den neuesten Event-Level vergessen. Ich habe mir nur gedacht, oh, ich habe mir gleich gedacht, der muss irgendwie nach oben sein. Okay, ich könnte jetzt zum einen nach rechts, aber da oben ist doch hundertprozentig ein versteckter Block, damit ich dann da oben in die Tür reinkam. Und nein. Okay, dann eben nicht. Aber wozu ist denn da oben eine Tür? Okay. Schauen wir mal nach. Vielleicht ist hier irgendwo ein... Da überall nur Stachis drinnen? Okay, gut. Aber wozu ist denn die Tür? Ah, ich vermute, das ist eine Reset-Tür für den Fall, dass wir irgendwo falsch entlang gegangen sind. Okay. Mancha-Parade. Moment. Vielleicht kann ich die Kettenhunde, ja, mit der Feder ausschalten. Oh ja. Ich habe den neuesten Event-Level natürlich nicht vergessen. Ich sehe die Event-Level nur mittlerweile als, nicht mehr so wichtig an, denn, ja, Super Mario Maker, ihr wisst ja mittlerweile, wie das abläuft mit Super Mario Maker. Ich nehme nur noch Super Mario Maker auf, wenn ihr mir Level schickt, das heißt, nicht mehr, wenn, also, die offiziellen Baumeister oder die Event-Level sind jetzt im Moment nicht ganz so wichtig. Vor allem, weil ich noch viele, viele weitere Projekte vorhabe. Also im Moment stehen wirklich nur eure Level an erster Stelle. Denn, ja, ich möchte halt auch ein paar andere Projekte machen. Unter anderem, jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel ein, das neue Mini Mario and Friends, was mittlerweile gestartet ist. Okay, die Goombas machen bestimmt alle, oder? Ich höre zwar den Ton nicht, aber ich kenne diese Animation, wenn sie kurz zusammenstocken. Nee, 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 auf den Trick falle ich eben nicht rein. Die Tür dafür doch gab sicher eine Falle. Oh, ein Pop-Bomb. Oh nein, den hätte ich hier gebraucht, aber eigentlich. Was? Ach so, so, hab schon verstanden. Oh, da wäre hin eine Reservefeder gewesen. Hab schon verstanden. Die kann man eben bei mir draufschießen. Hm. Okay, ist mir wurscht, was hinter der Tür da ist. Ich möchte mich da nur reinquetschen. So, na bitte. Okay, und was soll das hier? Eine Burg? Interessant. War ein... Ja, interessanter Level. Ich bin mir ziemlich sicher, die Tür da hätte bestimmt wieder zum Anfang. Aber nein, das kann nicht sein, denn man kann nicht zwei Türen... Naja. Aber ich vermute eine Falle hinter der Tür. So sieht's aus. Darum bin ich nicht durchgegangen. Okay. Nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ein schlichter, guter Level. Gut. Der Weltrekord, klar. Ich lege ja auch nie drauf, den Weltrekord zu leben. Der Retro Gamer ist eigentlich ein, ja, schauen wir mal nach, was er noch für Level gemacht hat. Er macht ganz Level für Kirby RKR. Was? Der hat mir ein Level gewidmet? Aber jetzt am anderen, schauen wir mal Bowser's Castle an. Aber der hat es sind schon überraschend viele meiner Abonnenten widmen mir Level. Das ist schon erstaunlich. Okay, gut. Ja, das Projekt neigt sich jetzt mittlerweile schon an die 100 Parts zu. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Aber zum 100. Part möchte ich dann loslegen mit den 100 Mario-Herausforderungen, da ich die ja bislang noch nie gemacht habe. Ja. Allerdings bringt mich das in ein Dilemma. Ich möchte zuvor alle meine Amiibos registrieren, bevor ich da loslege, damit ich mir keine Mühe mache und ich dann das schon habe. Wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht, ist mir das auch wurscht. Okidoki, gut. Oh, meine Güte. Oh, der Po-Block muss auch auf den Boden fallen. Naja, okay, tja. Der Retro-Gamer schreibt eigentlich in letzter Zeit ganz nett. Ich glaube, der ist eigentlich durch einen meiner anderen Abonnenten auf mich gekommen, oder? Durch den kleinen Deko, glaube ich. Wer da oben jetzt was? Der Lakito bewegt sich aber auch ziemlich doof. Nebenbei merkt Lakito ist im Super Mario World Style, sehe ich in dem Projekt eigentlich selten. Wo wir schon gerade beim Thema sind. Naja. Oh, der Retro-Gamer, der schreibt doch immer ganz nett. Oh ja. Gut. Ey, ich komme da nicht durch als Großer. Ja. Oh. Lakito. Was führst du auf? Ich meine den Lakito, nicht den Programmierer. So. Weg mit euch, Galumbas. Alle. Oh. Ach, diese Koopas. Okay, Bowser's Castle. Nicht gerade das typische Bowser Castle, aber schwer ist es. Wir hatten ja schon ziemlich viele Level von Bowser selbst. Da ist schon ein Checkpoint, der scheint aber ein kurzer Level zu sein. Heiliger Bimbam. Hui, hui.
Mac. Du hast mir das Leben gerettet. Dafür bin ich dir ewig verpflichtet. Kennt ihr den Schmier aus Toy Story? Naja. Okay, Power-Stern-Action. 1-Ups bis zum Geht-nicht-mehr. Ja, die 1-Ups. Die haben ja eigentlich nur wirklich Sinn in der 100-Mare-Herausforderung. Okay. Ja, das Gitter ist ein ganz netter Effekt. Das Gitter habe ich eigentlich noch nirgends gesehen. Oder? In meinen Leben habe ich das, glaube ich, noch nie eingesetzt, oder? Korrigiert mich, falls das stimmt, aber nein. Ich habe auch noch, glaube ich, bislang nur... Das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Meine Güte. Ja, ich und Super Mario Maker bewegen sich leider Gottes immer mehr auseinander. Was ist da unten? Jurassic Yoshi? Klingt gar nicht schlecht. Naja. Ich und Super Mario Maker entfernen uns leider voneinander. Ich brauche leider nicht mehr so viel Level. Einen habe ich noch in Planung. Da muss ich nur noch Amiibo einfügen. Und dann möchte ich irgendwie vor allem... Ich habe ja jetzt Fox und Falco von den Amiibos. Und die möchte ich auch irgendwie... Ja. Da möchte ich so ein... Mischung mit Rosalina und Olima machen. Die galaktischen Vier. Okay, Level für Kirby RKR. Schon wieder eine Tür am Anfang. Was hast du mit den Türen? Okay, und die neuen Bauelemente. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ihr wisst ja, ich liebe die neuen Bauelemente. Naja. Langsam könnte aber wirklich mal ein neues Update kommen. Und, oh, der haut eh von alleine ab. Ich denke mir ja, die mit Items, die machen ja irgendwann von selber die Mücke. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Tür... Oh, nicht mal. Nicht mal. Ich habe gedacht, die führt jetzt zum Anfang wieder zurück. Okay. Dann würde ich vorschlagen, wir schauen uns den Level, den Event-Level, wenn der leider so wenig Level bislang hochgeladen hat, schauen wir uns den Event-Level doch noch an in dem Part. Okay, aber erstmal wird heftig drauf losgeballert. Feuer! Ja, das ist halt so doof. Die rutschen dann in Stangen hin und her. Okay. Geflügelte Hammerbruder an den Schienen. Kannst doch verrückter werden. Ich habe kein... Oh, hat mich der jetzt erschreckt? Ich glaube, ich mache lieber die Mücke unten durch. Was war das denn? Ich bin jetzt aus Versehen auf den Spin-Jump. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da raus spin-jumpt. Meine Güte. Meine Güte. Ganz ruhig bleiben. Das ist aber mal ein Fail, über den ich lachen kann. Ich habe ja im Let's Play schon öfters ausgeflippt, weil die Level zu schwer waren. Aber das war mal ein Fail, über den ich richtig lachen kann. Okay, Hammerbruder. Ein Hammerbruder. Oder wie ging das? Das ist der. Das war eine Strophe aus dem Super Mario Bros. Super Show Intro Song. Ein Hammer, Bruder! Ungefähr so. Ja, die habe ich früher ziemlich gern geschaut. Aber die Staffeln zu Super Mario Bros. 3 und World sind natürlich noch. Wo bin ich denn? Okay, hier steht Kirby RKR. Ja. Aber es ist schon nett, dass viele meiner Abonnenten mir jetzt Level widmen. Das waren schon einige. Ja, wirklich. Bin ich wirklich schon so berühmt auf YouTube? Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Und ich meine, es gibt viel berühmtere Let's Player als mich. Und ich fliege da außen herum, dabei hätte ich da innen rein müssen. Okay, und die Rocky-Schraubenschlüssel nerven jetzt auch ganz schön. Okay, und Wiggler, du nervst auch. So, hui. Ja. So. Rein damit, ihr Klempner. Ja. Gut. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Die Röhre vermute ich führt wieder zum Start. Also pfeife ich mal drauf. Naja. Ist aber wirklich nett, dass viele von euch mir jetzt Level widmen. Meine, ich glaube nicht, dass ich... Echt erstaunlich. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich auf YouTube schon so einen Ruf habe. Denn, ja... Die Abonnentenzahlen sprechen eigentlich dagegen. Er ist jetzt da hinten reingegangen, habt ihr jetzt gemerkt? Das war aber mal ein guter Übergang. Ja, wirklich gut, muss man wirklich sagen. Oh ja. Irgendwas wollte ich vorher noch sagen. Super Mario Bros. Super Show. Irgendwas wollte ich noch sagen. Naja. Aber ich danke für diesen Level, mein lieber Retro-Gamer. Herzlichen Dank. Gut, echt schade, dass er so wenig Level hochgeladen hat. Ja, wirklich. Hätte mir jetzt über mehr gefreut. Okay. History of Nintendo and Gaming. Pokéball? Das klingt gar nicht mal schlecht. Den zock mal jetzt. Von Andrew. Ist das etwa der von GameXplain? Egal. Aber jedenfalls danke, Retro Gamer. Wirklich. Wollte jetzt nicht ablenken. Hey, das Baumeister Mario Kostüm.
Okay, und jetzt müsst ihr Game & Watch. Hey, versteht ihr den Schmäh? So sahen die alten Game & Watchs früher aus, so ungefähr. Und jetzt Pac-Man? Aber Moment mal, Pac-Man ist nicht von Nintendo. Das ist jetzt ein kleiner Regiefehler. Aber andererseits, es ist ja auch von Nintendo and Gaming. Ich habe auch so einen ähnlichen Level gemacht, aber das mit den Rangen ist ja gar nicht schlecht. Okay. Jetzt Donkey Kong. Das ist aber echt kein nicht schlechter Level. Bester Card Game. Ja, immer Card Donkey Kong habe ich mir jetzt nicht so wirklich beschäftigt. Ich hab's zwar, aber ich hab's nicht wirklich gezockt, muss man sagen. Da gibt's Besseres. Und statt Pauline ist jetzt oben ein Dings. Und statt Donkey Kong sind Kugelwilli-Kanonen, die diese Dinger runterschießen. Ey! Okay. Ah! What's wrong with Mario? It's called Wild Mushroom. Moment mal. Da ist doch keiner von diesen Wild Mushrooms, die Mario wie Waluigi aussehen lassen. Okay, jetzt ist Duck Hunt, du! Hey, das ist so... Das, so hat sich die Ente, glaube ich, da fortbewegt. Okay, Rob? Das verstehe ich jetzt nicht. Rob hat ja eigentlich auch gar keine eigene Spielserie. Der besteht ja nur aus... Okay, und jetzt Link? Riding on a Cloud? Das verstehe ich jetzt nicht. Hat das irgendeine Anlehnung an die Zelda-Serie hier? Verstehe ich jetzt nicht wirklich ganz. Okay, jetzt Mega Man, der eigentlich auch nicht von Nintendo ist. Ja. Ist aber richtig gut, der Level. Und Samus... Das ist, glaube ich, irgendwas an Metroid angelehnt. Kenne ich mich auch nicht wirklich aus. Ja. Die sind jetzt hier, glaube ich, nach Dings sortiert. Hey, Sonic! Auch nicht von Nintendo, aber... Ja, Sonic liebe ich. Ich mache richtig viel Sonic-Let's Plays. Okay. Captain Falcon aus F-Zero. Das sollen, glaube ich, diese Fahrzeuge sein, wie der Blue Falcon. F-Zero hat man ja im Let's Play Amiibo Touch and Play. Aber mehr möchte ich mich damit nicht befassen. Und jetzt Star Fox! Da verweise ich nur auf mein Star Fox Zero Let's Play. Ah, Star Fox hat man aber hier richtig gut gemacht, muss man sagen. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Raus! Nein! Ah, das war jetzt aber knapp. Habt ihr das jetzt gesehen? Naja. Das ist aber gemein. Kein Checkpoint? Das ist echt gemein. Ich habe mich doch so weit durchgekämpft. Naja. Aber hat man hier richtig gut gemacht mit Pac-Man und so. Ich sag's immer wieder gern. Pac-Man, Mega Man und Sonic sind ja alle drei nicht von Nintendo. Die wurden zwar... Ja, die sind von... Sonic ist ganz klar von Sega. Pac-Man ist von Namco. Das wissen viele gar nicht. Ich habe früher auch gedacht, der wäre von Nintendo erfunden worden. Und, Mega Man ist von Capcom. Ja. Okay. Ja, hier ist Super Mario Bros. Ja. Duck Hunt. Das sind, glaube ich, alle nach Release des ersten Spiels sortiert. Gar nicht schlecht, aber das hier verstehe ich nicht ganz. Ja, Rob hat ja keine eigene Spielserie. Das war ein Zusatzteil für den NES. Ich habe immer das Gefühl, dass da noch was wäre. Naja, okay. Aber um jetzt nicht abzulenken, lieber Retro-Gamer, deine Level waren wirklich nett und danke, dass du mir einen Level gewidmet hast. Ich bin jetzt nur, ja, ein bisschen abgelenkt worden. Und ich überlege die ganze Zeit an irgendwas. Boah, habe ich doch gerade gedacht, was war denn das? Und da oben geht's gar nicht mal rein. Okay. Das war nebenbei gerade die Green Hill-Zone, oder? Ja. F-Zero hat mein Amiibo Touch and Play. Aber wie gesagt, mehr möchte ich mich mit der Serie nicht beschäftigen. Gefällt mir nicht wirklich. Okay, Star Fox interessiert mich aber. Und darum, jetzt play ich auch im Moment Star Fox Zero. Das allererste Star Fox, Star Wing, haben wir uns ja auch schon angeschaut. Ja. Und Star Fox Zero läuft im Moment. Hey Kirby. Ja, Kirby ist auch eine meiner Lieblingsserien. Okay, Pokémon. Pikachu uses Thunder. Goomba use Self-Destruction. Well, Goomba died. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, Pokémon. Viele fragen jetzt bestimmt schon, wann wirst du denn endlich mal Pokémon Let's Playen? Wir warten schon ewig auf Pokémon. Ja, okay, was haben wir hier? Luigi, Diddy Kong, Bowser, Kirby, Donkey Kong, Mega Man, Samus, Zero Suit Samus, Rob, Pikachu, Glurak, Link, Ganondorf, Captain Falcon, Fox, Duck Hunt, Sonic, Pac-Man und... Der Bilder-Mario. Okay, und da links ein Pokéball und ein Triforce. War aber ein, ja, guter Level, muss man sagen. Die Nintendo-Historie. Ja, gar nicht schlecht. Was wollte ich Ihnen vorher echt sagen? Bin jetzt total rausgekommen. Wollte ich nicht irgendwas zu meinen eigenen Leveln sagen? Aber das kriegt einen Stern. Naja,
Oh Mann, jetzt fühle ich mich irgendwie schuldig, weil ich jetzt irgendwie so schnell vom Retro-Gamer-Level abgelenkt habe. Aber es waren halt leider nur 3. Ich hätte mich gefreut, wenn du mehr Level machst. Oh ja, aber der Level müsste ja selber gefallen, in dem hast du ja selber einen Stern gegeben. Aber alle 3 von deinen Leveln waren ziemlich nett. Und der hier oben war natürlich herzlichen Dank, herzlichen Dank. Okay, dann würde ich vorschlagen, in dem Part schauen wir uns nochmal den neuen Event-Level an. Metal Resistance. Bühne frei für Baby Metal, das Metal-Dance-Phänomen, das die Welt im Sturm erobert. Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuesten Albums Metal Resistance, das weltweit die Charts aufmischt, geben sich die Rockerinnen auch in Super Mario Maker die Ehre. Dafür haben sie sogar extra aufgenommene Audioclips mitgebracht. Moment mal, ist das ein Musiklevel? Oder was? Eine Band? Was hat das in Mario Maker zu suchen? Spielt jetzt hier eigene Musikstücke? Okay, aber was hat eine Band echt in Super Mario Maker zu suchen? Das passt jetzt irgendwie nicht ganz ins Dings rein. Und da waren die Level vom Retro Gamer gerade. Der Level ist auch irgendwie komisch gestaltet. Das ist jetzt eine doofe Idee, muss ich sagen. Ich habe von der Band nebenbei bemerkt auch noch nie etwas gehört, also. Was soll das hier? Haben die einen Vertrag mit Nintendo? Das könnte ich ja verstehen, aber... Das ist echt eine komische Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab mir das noch gedacht! Okay. Meine Güte, irgendwas soll ich doch die ganze Zeit sagen in dem Part. Ich bin heute so durcheinander. Naja. Egal. Die Level vom Retro Gamer waren sehr nett. Der macht auch halbwegs gute Videos, muss man sagen. Der Retro Gamer. Der macht auch Let's Plays wie ich. Auch wenn ich frage mich langsam, wieso. Ah, Wiggler. Das ist eine blöde Idee, Wiggler da oben hinzusetzen. Ich frage mich. Viele Let's Player, auch diese ganz Großen, machen das jetzt. Die schreiben nicht mehr Let's Play hin, sondern einfach nur den Titel des Spiels. Das finde ich richtig doof und darum werde ich diese Tradition nie brechen, dass Let's Player am Anfang steht. Retro Gamer macht das auch so. Auch wenn die Videos von ihm gut sind, verstehe ich nicht ganz, warum viele Let's Player das mittlerweile machen. Deine Videos sind gut, das will ich jetzt nicht sagen, dass sie schlecht sind. Die Videos sind gut, aber ich verstehe nicht ganz, warum das viele Let's Player mittlerweile machen. Okay, das ist er. Das scheint die Band zu sein, aber ich habe von der echt noch nie was gehört. Nö, wirklich noch nie. Okay, und würdest du jetzt irgendein spezielles Musikstück spielen? Ich mach mal kurz Ton. Nein. Okay, das schneide ich also gar nicht raus. Kurze Rückkopplung ist ja nicht schlimm. Kommt hier jetzt ein Ton dazu? Ich verstehe das irgendwie nicht. Was ist denn das für ein komischer Level hier? Und warum widmen sie einer Band? Kann ja sein, dass sie gute Musik macht, aber... Nebenbei merkt Musik. Mittlerweile spielt sie im Radio ja nur noch Schwachsinn. Nur noch Depri-Scheiben. Wenn ihr mal zum Beispiel bei uns in Österreich... Da gibt es die berühmten Sender Ö3, Krone Hit und Antenne. Das sind meine 3 Lieblingssender. Die höre ich auch immer gern, wenn ich im Auto bin. Aber auf denen spielt es ernsthaft nur noch Depri-Scheiben. Wirklich. Hin und wieder sind ein paar meiner Lieblingslieder dabei, aber sind echt nur noch Depri-Scheiben. Was, ist die Welt wirklich schon so deprimiert, dass sie nur noch solche Lieder im Radio spielen? Das finde ich echt arg, dass da solche, dass auch so viele Depri-Lieder aufgenommen werden. Das verstehe ich nicht. Warum ist das so Depri? Das kann ich nicht verstehen. Ich muss fetzige, schnelle Lieder hören, das sind die einzigen, die mir gefallen. Aber die spielen im Radio nur noch Depri-Scheiben bis zum Geht nicht mehr. Das finde ich echt arg. Neben dem Mario & Luigi Paper Jam Kostüm, das erste Kostüm, wo 3 auf einen Schlag sind. Okay. Okay, ich habe jetzt ganz kurz das Gamepad angemacht, um den Siegessaum zu hören. Ich habe ihn jetzt zwar nicht richtig gehört, weil ich das Gamepad nur ganz leicht aufgedreht habe. Okay, Baby Metal heißt die Band also. Komische Idee, die Super Mario Maker einzubauen. Komische Idee. Der Level hat mich jetzt auch nicht wirklich überzeugt, muss man sagen. Aber die Level vom Retro Gamer, die waren wirklich gut. Und tut mir echt leid, falls ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Und irgendwas wollte ich in dem Part noch sagen, warum bin ich heute so vergisslich? Naja, aber jedenfalls, herzlichen Dank für deine Level. Also, bis zum nächsten Part. Tschüss.